Forschung und Entwicklung liegt hinter uns, deswegen haben wir hier ein besonders langes Qualifying und damit willkommen zurück hier zum großen Preis aus Singapur im Qualifying und das auch noch Q1. Ja, wir werden angeschnallt, wir haben dann vielleicht Q2 und bestenfalls noch Q3 vor uns und ich werde erstmal mein Setup laden. Ja, ich habe es einfach mal korrigiert. Ich habe es einfach mal korrigiert in Sachen Schreibweise, denn vielleicht brauche ich es ja nochmal und ja, kann nicht schaden, denn ja, wer das Freitraining nicht gesehen haben sollte, dann Schande über euch. Aber hier nochmal, wir haben das Rennen ziemlich nass zu erwarten. Na, da müssen wir mal schauen, wie wir damit zurechtkommen, aber jetzt erst einmal das Qualifying und dazu werde ich natürlich erstmal auf den Primes, also den Softreifen, unterwegs sein und wir schauen einfach mal, wie wir so damit zurechtkommen. Dann werden wir einfach mal rausfahren. Dann gebe ich einfach mal mein Bestes auf diesen härteren Reifen. Ja, da muss ich gerade mal rausschauen, weil da war gerade irgendein Fahrzeug auf der Straße zu sehen. Das war ziemlich hoch gebaut. Also das war so ein kleiner grauer Knubbel, sag ich jetzt mal. Wie vielleicht unser Fiat Punto bei Need for Speed Most Wanted. Der hat einen riesigen Aufbau oben auf dem Dach. Aber jetzt erstmal auf die Boxenausfahrt konzentrieren. Müssen wir im Rennen natürlich auch noch fahren. Was? Wir werden zum Ghost, weil wir zu langsam sind? Ey. Das mag ich überhaupt nicht hier bei dem Spiel, wenn wir zum Ghost Car werden. Egal warum und wie, weshalb. Naja. Was soll's? Also Ghost Car finde ich vielleicht sogar ein Grund, warum das Spiel so seine Macken hat. Also erlebt man ja auch ziemlich oft, vor allen Dingen dann auch in irgendwelchen Multiplayer-Runden oder auch wenn das Safety Car kommt und man augenscheinlich zu langsam ist, dann wird man einfach zum Ghost oder eben in der Boxengasse. Da bremst die KI nicht einfach ab und reiht sich hinter einem ein. Nein, sie macht einfach den Trick, dass sie uns unsichtbar macht und sie hindurchfahren kann oder auch mal andersrum. Ja, mit dem Ghost Car bin ich der Meinung, würde Codemasters einige Fehler bereinigen, aber naja. Die wissen schon, warum sie das reinhauen. Ich kann es zumindest nicht ganz nachvollziehen, weil der ganze Quatsch, der gefällt mir nicht. Haben wir das auch mal angesprochen? Also, warum gefällt er mir nicht? Ja klar, ich denke einfach mal, das ist irgendwie eine Fehlerquelle. Andere Spiele, die ohne damit gearbeitet haben, sind auch wunderbar zurechtgekommen. Aber man könnte natürlich auch einfach die KI verlangsamen an dieser Stelle und dann würde man das einfach nicht brauchen. Aber nun gut, haben wir das einfach mal angesprochen. Ja, 5 Benzinrunden sollten soweit klar gehen. Vielleicht fahren wir jetzt 2-3 Runden. Das werden wir einfach mal sehen, wie wir so zurechtkommen. Aber jetzt erst einmal versuchen wir in Q2 zu kommen. Das sollte soweit klar gehen, aber wir fahren einfach unsere Rundenzeit und schauen dann mal, was die Konkurrenz so macht. Der Wagen hat sich im freien Training soweit ganz gut steuern lassen. Mal schauen, ob sich das hier auch im Qualifying bewahrheitet. Und im Qualifying war so ein kleiner, ja, war so erwähnenswert, dass dieses blöde Zeitentableau, was immer eingeblendet wird mit Button und vielleicht noch unserem Rivalen als kleine Referenzzeit, uns den Blick auf den Scheitel- oder Einlenkpunkt zur ersten Kurve verwehrt hat. Also ganz blind mit Augen zu kann ich hier nun wahrlich nicht fahren. Klappt aber soweit schon ganz gut. Mal schauen, ob das auch wirklich schnell ist. Ja, hier trägt es uns etwas weiter raus. Hier auch zu weit, nicht abkürzen, ansonsten war die Runde hinfällig. Aber der verschlägt das Heck wieder aus. Joel Bianchi hat die erste Zeit gesetzt. Ja, aktuell ist unser Ziel 16. Vorhin habe ich gar nicht geschaut in der Box, was uns vorgegeben wurde. Aber das werden wir noch früh genug erfahren, was eigentlich das Ziel ist.
So, letzter ganz schwieriger Abschnitt, sage ich jetzt mal, im Vergleich zur letzten Kurve. Etwas über die Randsteine holpern und dann hinterquert. Das ist zu langsam. Ja, langsam versperrt uns die Ansicht da wieder die Sicht. Und jetzt haben wir auch noch Verkehr, aber wenn der Rivale da steht, dann wird es erst brenzlig. Na, etwas zu weit ausgeholt. Mal wieder etwas mehr Konzentration angesagt hier bei diesem engen Kurs. Ja, vor allen Dingen hier besser durchkommen. Das war in der letzten Runde noch so ein Knackpunkt. Ah, gelbe Flaggen im Sektor. Aktuell deutlich besser, aber das geht auch noch deutlich besser. Ah, Mauer. Was? Wagen kaputt gleich? Motor aus. Hä? Also ich habe die Wand jetzt nur ganz leicht berührt. Hä, war das jetzt ein Bug von Codemasters? Also klar, in der echten Formel 1 wäre der Wagen auch kaputt gewesen, aber jetzt gleich der Wagen kaputt? Hä? Okay. Also ich könnte eine Rückblende einsetzen, aber ich würde mir sagen, tja, ich habe den Fahrfehler begangen und von daher gehört das einfach dazu, aber meines Erachtens haben wir schon deutlich schwierigere Einschläge eingesteckt und von daher wäre das jetzt eigentlich kein Problem gewesen, hier mit einer angeknacksten Nase herauszukommen. Also ganz klar, im Spiel angeknackste Nase. In echt wäre das natürlich ein Totalschaden des Wagens. Also nicht mehr weiterzufahren. Und ja, was machen wir? Wir beenden natürlich. Denn das war mein Fahrfehler. Das wird das kürzeste Qualifying überhaupt. Dein Auto ist zu stark beschädigt. Du kannst deshalb die Session nicht zu Ende fahren. Drücke Taste 7. Um eine Rückblende zu verwenden, aber ich sage mir, hey, ich habe den Fehler begangen und auch wenn das Spiel jetzt meint, dein Wagen muss komplett kaputt sein, ich denke, ihr seid mit meiner Entscheidung einverstanden, denn ich habe, wie gesagt, den Fehler gemacht. Wenn das Spiel meint, das muss bestraft werden in dieser Form, dann werde ich es einfach mal tun und deswegen wird das Qualifying an dieser Stelle schon zu Ende sein. Ey, das hatten wir auch noch nicht im ganzen Let's Play. Das hatte ich noch nie, glaube ich, bei F1. Seit 2010, 11 bis zur 2014, jetzt eben. Möchtest du die Session wirklich aufgeben? Was, aufgeben? Neustarten wäre Taste 10. Aufgeben klingt, ja, Neustarten wäre jetzt das, ein neuer Versuch. Und Wiederholung ist auch klar. Also Taste 6, bestätigen. Das ist schon die richtige, die ich hier gehen wollte. Deswegen werde ich jetzt einfach mal Ja drücken und mal schauen, was passiert. Das klingt eher so, als ob ich jetzt einfach aus der Session rausgehe und dann einfach, wenn ich wieder zurückgehe, neu starten kann. Nein? Platz 17 soll es also sein. Tja, schade drum. Wir starten also von Platz 17 in das Rennen. Leute, es gehört dazu und was soll man da machen? Ich habe einen Fehler begangen, ich stehe dazu und deswegen gehen wir einfach von Platz 17 aus ins Rennen, auch wenn das natürlich ein herber Rückschlag ist, aber so ist das Spiel normal, das gehört dazu. Ich hab's verbockt. Button wird von Platz 8 aus ins Rennen gehen und Alonso bloß von Platz 11, okay, was? Hallo? Schaut euch das mal an. Also, ich glaube, das ist bloß das Ergebnis von Q1. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon das finale Ergebnis sein wird für das Rennen. Also die Startaufstellung, Hülkenberg auf 1, Quert auf Platz 2 und Grosjean auf Platz 3. Ja genau, wo ist eigentlich Hamilton? Da. Okay, wer ist denn eigentlich ausgeschieden? Gutierrez, Kobayashi, Bianchi, Ericsson, Max Chilton und eben wir.
Ich schätze einfach mal, die fahren jetzt noch weiter Q2 und Q3 und wir sehen dann einfach mal, was bei rauskommt. Und deswegen würde ich sagen, ja, ein ziemlich kurzes Qualifying, das kürzeste überhaupt. Ich strecke das gerade noch so ein wenig, weil ich irgendwie die Situation noch ein paar Mal aufrolle. Aber wir sehen uns einfach wieder zum Rennen und ich werde jetzt einfach nochmal in mich gehen. Das freie Training war gut doppelt so lang wie das Qualifying. Ich hoffe, die Folgenlänge hat euch nicht verraten, wie oder was passieren könnte. Ihr habt euch vielleicht gedacht, so, hoi, das Video ist in 3 Minuten zu Ende und er ist noch in Q1? Ja, hätte ja sein können, vielleicht ist es ja euch aufgefallen. Aber man lernt diesem Spiel nie aus, das hatten wir so auch noch nicht. Aber ich nehme es einfach hin und ich sehe es mal wieder positiv. Wir haben im Rennen vielleicht besonders ganz viel zu tun und der Regen kommt auch noch mit. Also das Rennwochenende hier in Singapur kann ganz besonders werden. Also, wir sehen uns morgen zum Rennen und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.